Jo, er lebt auch noch und ja, sogar ein neues Video. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video, zu einem endlich mal wiederkommenden Video auf diesem Kanal. Heute haben wir ein paar Dinge zu betratschen und ich würde sagen, legen wir direkt los. Ich habe euch ja in zahlreichen Streams versprochen, euch einen aktuellen Überblick über die aktuellen Projekte zu geben. Jo, damit in diesem Video werde ich das jetzt sozusagen mal nachholen, habe ich ja ewig lang nicht mehr gemacht. Mit dabei ist natürlich auch die Stuttgart-Map, darum soll es heute hauptsächlich gehen. Ja, das im Hintergrund ist einfach nur random aufgenommenes Gameplay. Wenn ihr Bock habt, euch das anzuschauen, dafür ist es da. Wenn nicht, ihr könnt euch das gerne im Hintergrund ziehen und was zocken. Nehmt das als Podcast, versucht einzuschlafen, weil meine zauberhafte Stimme jeden in sanfte Träume wiegt. Oder euch was Gesundes zum Essen machen, das wäre vielleicht auch mal was ganz Gutes. Mir ist es eigentlich Wurstsalat, bis auf ein paar eingeblendete Bilder und Videos gibt es hier nämlich nichts Besonderes zu gucken. So, fangen wir mal an. Dabei ist es eigentlich eine relativ gute Frage, mit was wir eigentlich anfangen sollen. Es ist ja mega viel passiert jetzt in der letzten Zeit. Das letzte richtige Video, das ist ja schon wieder Ewigkeiten her. Es kam jetzt hauptsächlich so Streams und hier und da mal wieder ein Video über irgendein Fahrzeug, das ich mal gebaut hatte. Habe ich aber eigentlich nicht besonders viel zu gesagt. Jetzt kommt es mir endlich wieder zum Tratsch-Video sozusagen. Ja. Ihr könnt mir am Ende in die Kommis schreiben, was ihr davon haltet und ja, ich habe mir da ein paar Dinge überlegt, die wir jetzt neu machen und ja, fangen wir direkt an. Das wohl erste größere Thema, das ich ansprechen will, ist natürlich die Stuttgart-Map. Lange nicht mehr drüber geredet, ich glaube in den letzten Streams war es das letzte Mal. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich jetzt überhaupt rede, weil er erst seit einem Jahr oder so auf dem YouTube-Kanal hier unterwegs ist, machen wir einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit, in den LS19 noch. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist schon, wann wurde der gepublished? 2018. Spät kam der ja raus, ist schon wieder ewig her. In dem Spiel habe ich viel zu viele Stunden drin verbracht und noch mehr darin verbracht, irgendwelche Mods dafür zu erstellen. Unter anderem eine Map, die ja, ein bisschen Stuttgart nachstellen soll. Ihr wisst schon so mit Mercedes-Benz Arena, Flughafen, Fernsehturm, allen möglichen drin und dran. Und, ja, bevor ihr jetzt alle denkt, boah geil, endlich hat er sie fertig, Videolink ist in der Videobeschreibung. Ich muss euch leider enttäuschen. Genau, aber bevor ihr jetzt mein PC hackt, meinen Wohnort raussucht und mich dann mit Legosteinen foltert, bitte lasst mich das erstmal erklären. Der Grund, warum die Map nicht kommt, ist relativ simpel. Ich bin eine faule Sau. Spaß. Eigentlich könnte man sagen, das stimmt sogar so minimal, erkläre ich gleich. Das tatsächliche Problem ist aber, dass der LS19 ein schon verdammt geiles Game ist, aber er hat auch so seine Probleme. Und zwar ist er leider nicht besonders performance-lastig. Das ist allgemein mit dem Landwirtschaftssimulator so das Problem. Sobald sehr, sehr viele Objekte zum Laden sind, da macht die Engine nicht mit. Das Spiel kackt hier ab. Und wenn man sich da eben jetzt eine Großstadt bauen möchte, da wäre jeder PC in die Luft geflogen, wenn der LS davor nicht schon längst abgeschmiert wäre. Das zweite Problem ist halt der mega Aufwand. Ihr müsst euch vorstellen, als ich das Projekt vor 2 Jahren gestartet habe, da war ich noch ein kleiner Bub, noch mit Milchzähnen, 3 Käse hoch. Genau, ich glaube, ich war da 14 oder so. Da hat man halt auf jeden Fall so angefangen, mal die ersten Mods zu machen, hat seine ersten Skins gemacht, hat nur einen Schriftzug mit 3 Strichen drinne und ein bisschen Farbe und man war halt mega stolz drauf, hat das überall rumgezeigt, das wäre das mega krass und so. Und natürlich habe ich mir dann auch irgendwann mit Map bauen angefangen, habe mir gedacht, boah geil, lass doch eine richtig kranke Großstadt bauen und das hat tatsächlich auch zu Beginn wirklich verdammt gut funktioniert. Ich muss ehrlich sagen, bin ein bisschen stolz drauf. Klar, es war jetzt einfach, weil die ganzen Prefabs kommen, man sich einfach aus dem Internet runterladen. Das war wie Lego bauen, nur virtuell. Genau. Allerdings kam dann irgendwann der so Moment, wo man halt die ersten Wachen bauen musste. Und dann habe ich mich da im Blender angefangen reinzufuchsen und habe halt gemerkt, du, wenn du die Map, die Wachen echt schön bauen möchtest, schön Interieur und so ein Zeug, da brauchst du länger wie 2 Wochen dafür. Da kann es sein, dass du auch mal 1 Monat für brauchst oder 1,5 Monate, jeden Abend. Und dann irgendwann habe ich ja auch mit Arbeiten angefangen, habe ich gedacht, ach Gott, jeden Abend jetzt noch so kack
Gebäude bauen habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich mache das dann, wenn ich Bock habe und ich will mich da nicht zu zwingen, ansonsten verliert man halt daran den Spaß. Also an alle, die da draußen, die auch ein bisschen modden wollen oder so, wenn ihr das nicht schon wisst, sobald man keinen Bock mehr dran hat, das auf die Länge zu machen, dann ist das nichts Cooles mehr. Also für mich ist immer, ich muss meinen Spaß dran haben. Das ist für mich, also fürs Modellieren von Spielen, das relativ Wichtige, weil da fließt sehr viel Zeit rein und je nachdem auch viel Geld. So ist es nicht. Also ich will da jetzt keine Hausnummer sagen, das schreckt vielleicht ab, aber gute 3D-Modelle kosten. Genau. So. Genau. Genau, wie gesagt, Zeit ist halt Geld und das hätte sowieso von der Performance her nicht funktioniert und genau. Das Projekt hat dann irgendwann halt angefangen einzuschlafen. Hab dann doch lieber Fahrzeuge gebaut, weil man da halt wesentlich schneller fertig war und wesentlich schönere Effekte von hatte. Und deshalb ist die Map sozusagen eingeschlafen und jetzt sind wir hier und ich darf euch verkünden, dass es die Map nie geben wird. Allerdings bedeutet natürlich nicht, dass ich jetzt nichts mehr mit Gebäudemodellierung und sowas, Maps und so mache. Es ist derzeit halt nur kein Projekt geplant. Vielleicht wird mal wieder was kommen, vielleicht auch nicht, aber dann wird es auf jeden Fall kein so großen, wahnsinniges Projekt wie die Stuttgart-Map, sondern eben was Kleines im Dorf oder so. Wir werden es sehen, aber derzeit ist nichts geplant. So, das war jetzt hoffentlich die Erklärung, warum die Map nicht kommt. Ihr seid hoffentlich jetzt nicht böse und beleidigt und deabonniert jetzt und so ein Zeug. Das war es jetzt aber nicht komplett, sagen wir es mal so. War aber verdammt geil die Zeit, also ich habe coole Leute kennengelernt, also Officer Dodge Jerome, das gesamte PGJ-Skinning-Team wurde ja um die Map herum gebaut. Bin besonders stolz drauf, dass sogar Premium Paul, also ich bin beeindruckt davon, dass Premium Paul dazu auch Videos gemacht hat. Das war für mich damals als so ein YouTuber, boah, ist der weit oben. Inzwischen ist es mir eher peinlich. Ja, ich glaube, die älteren Zuschauer, die wissen, warum Premium Paul jetzt halt nicht so das Ding ist, was man sich heute so als angehender Erwachsener anguckt, aber für mich als 14-Jährigen war das schon krass, dass da so ein großer Content Creator deine Map benutzt. Aber die Map war ja auch eher, also weiß ich, wenn ich mir jetzt so denke, was ich mir da so zusammengepusht habe, schon interessant. So, egal. Gehen wir weiter. Tagesordnungspunkt 2. Und ganz ehrlich, vor diesem Schritt habe ich mich lange gedrückt. Jetzt wird es aber Zeit. Und zwar geht es ums PGJ-Skinning-Team. Ihr habt lange nichts davon gehört. Es liegt einfach daran, dass in diesem Team auch ewig nichts mehr abgegangen ist. Für euch nochmal für die Geschichte, die alle nicht wissen, was PGJ-Skinning überhaupt ist. Das hat relativ auch mit 14, so, wo ich halt angefangen habe, so an zu modden. Da hat es etwa angefangen. Das P steht für Pauli, das G für meine Wenigkeit und das J für Jojo GmbH. Der war früher nämlich auch noch dabei. Das sind so die drei Gründungsmitglieder. Wie der Name sagt, es ging hauptsächlich nur darum, Skins zu machen für Fahrzeuge. Also quasi die Texturen einfach. Was ich ja auch schon mal im Video hier erklärt habe, könnt ihr euch nur mal angucken, wie man Skins macht. Ist mein zweitbeliebtestes Video hier auf dem Kanal. Ich glaube, 5000 Aufrufe hat es sogar geknackt. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Genau. Wo bin ich jetzt hängen geblieben? Die Skins waren ja hier und da mal cool, mal eher weniger. Kann man drüber streiten. Manche waren in 5 Minuten gemacht. Für andere saßen wir den ganzen Abend dran. 2 Tage dran, eine Woche dran. Nein, eine Woche jetzt nicht. 2 Tage maximal. Aber ich wollte halt immer mehr machen, weil ich fand es irgendwann langweilig, nur noch Skins rauszuhauen. Ich wollte Blaulicht verbauen, ich wollte Konfigurationen verbauen, ich wollte vielleicht auch ganz eigene Mods machen und das ging irgendwie mit PGJ-Skinning nicht, weil die sind nicht mitgezogen. Also ich habe es mir selber beigebracht und da war halt immer so die Anforderung, ja, bringst den auch noch bei. Und ich bin ein echt verdammt schlechter Lehrer. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich mache Videos. Und ihr wisst ja, wie viel auf dem Kanal hier los ist. Ich habe überhaupt keine Videos gemacht. Ich habe mir das selber beigebracht. Habe halt dann mit
Jerome und Officer Dodge. Mit Jerome habe ich ja den Video beispielsweise gemacht. Mit denen habe ich halt relativ viel dann zusammengearbeitet. Wir haben echt geile Mods rausgehauen, aber das war halt nichts mehr mit PGJ. PGJ war da eher stille drum. Hier und da sind halt noch Skins gekommen, aber ich glaube, das 300 Abonnenten Special, das war das letzte, was wir zum Download gebracht haben. Wir sind übrigens bei 400 Abonnenten, vielen Dank. Ich habe kein Special gemacht, ich bin ein echt schlechter Mensch. ihr könnt euch immer was ausdenken, was ihr sehen wollt. Genau. So, und das hat mir halt mega Spaß gemacht. Wir haben da viel mehr Mods rausgehauen. Irgendwie fand ich, PGJ ist da halt in der Zeit eingeschlafen. Das lag vielleicht an mir, weil ich da nicht genug motiviert habe, aber es ist sehr ruhig geworden, auch mit den ganzen Teammitgliedern und so. Ja, Linus fällt mir hier gerade ein. Du warst eine Person, die sehr, sehr aktiv regelmäßig nachgefragt hat, was läuft und so. Also, das muss man dir lassen. Du gehörst da nicht. Du hast regelmäßig nachgefragt. Ich wusste dann teilweise echt nicht, was wir machen. Du hast echt gerne mitgearbeitet und je nachdem, ganz ehrlich, wenn ich halt wieder meine kleinen privaten Mods machen möchte und du unbedingt Bock hast mitzumachen, ich glaube, ich würde dir eine Anstellung geben, sozusagen. Aber wird natürlich nur mit viel Lob bezahlt. Ist ja alles ehrenamtlich, ne? Gut. Jo. Und irgendwann hat dann halt, ich habe halt ja auf diesem YouTube-Kanal halt ja auch irgendwann Warfunner und so ein Zeug gestreamt, das hat jetzt nichts mehr mit PGJ zu tun gehabt und so ein Zeug. Und da hat mir der liebe Officer Dodge auch noch geholfen, wieder einen neuen Discord-Server zu machen. Also könnt ihr jetzt drauf joinen, Link in der Videobeschreibung. Ebenfalls auch mein Insta-Account, da folgen bestimmt noch nicht alle. Da kommt dann, kommt halt, werdet ihr halt über Downloads als erstes benachrichtigt. Genau. So. Ich hoffe, ich kann da ähnlich viele Leute auf meinem eigenen Discord-Server dann begrüßen, weil der PGJ-Server, der war ja nicht meiner, das war eher Pauli seiner, für PGJ-Team und der war halt auch irgendwie meiner. Also wie gesagt, dass ich jetzt aus dem PGJ-Skinning-Team rausgehe, ich weiß nicht, wie Pauli das jetzt weitermacht oder das auch sagt, ja gut, das sehe ich ein. Ich konnte ihn jetzt halt nicht erreichen die letzten Tage, ich habe es versucht. Also stand 0:08 Uhr am 3.8. habe ich ihn nicht erreicht. Ja, wie gesagt, kein Beef. Alles. Ich fand es halt, ist nur überfällig. Wir brauchen einen Hirntoten nicht unendlich lange am Leben erhalten, sozusagen. Gut, das bedeutet aber nicht, dass keine Mods mehr für den Landwirtschaftssimulator oder für andere Games kommen. Ich weiß ja nicht, vielleicht werde ich hier eines Tages GTA 6 Modder, wer weiß. Nee, es kommt definitiv noch was. Gerade für Weihnachten ist was Größeres geplant, wo wir auch nach Ideen noch suchen. Ihr könnt das gerne mal in den Discord-Server reinschreiben da. Da ist was Größeres geplant. Ich glaube, Adventskalender darf ich sagen. Ja, das ist ein Adventskalender. Was genau daran kommt, ihr werdet es sehen. Es ist zusammen mit Officer Dodge und Sergeant Adam. Je nachdem, ob ihr halt noch Hilfe unterbrauchen, wie Linus. Wir haben sehr viele Skins geplant. Vielleicht du auch noch. Du machst nämlich alles schöne Skins. Jetzt habe ich schon sehr viel verraten. Das ist. Lasst euch überraschen. Es kommt was Großes, was. Es wird verdammt geil. Also ich bin schon sehr beeindruckt. Aber gerne das Glöckchen aktivieren. Es kommt Weihnachten. Also abonnieren, Glöckchen aktivieren, dann bekommt ihr es auch mit. So. Dann bleibt eigentlich nur noch Blaulicht. Ihr wisst, diese Krimiserie, die wir auf dem Kanal hatten, war relativ witzig, war relativ geil, so. Aber im Nachhinein ist es sehr cringe. Also wenn ich mir das jetzt angucken müsste, ich habe sie ja alle runtergenommen, die Folgen. Ja, ich weiß, ein paar Leute haben drauf reagiert. Die sind noch wahrscheinlich auf YouTube zu finden, aber das ist mir jetzt egal. Wir tun mal so, als würden die nie existieren. In 20 Jahren werde ich es mir anschauen. Ich werde mich selber einbuddeln im Grab. Genau, also es hat Spaß gemacht. Ich habe mir jede Menge coole Leute da draußen kennengelernt. Aus anderen Ländern, aus den unterschiedlichsten Hobbygruppen. Das war echt witzig. Wir haben auch sehr viele Mods dafür ja auch erstellt und so ein Zeug. Also es hat Spaß gemacht. Aber es ist meiner Meinung nach erstmal im LS19 sowas schwer umsetzbar. Jetzt auch im LS22 wäre es vielleicht besser, weil man kann da ja jetzt seine eigene Kleidung und so machen. Charaktere und so. Wäre vielleicht einfacher, aber es war cringe, Leute. Okay, war witzig, aber jetzt mal den Ball flach halten.
Das habe ich alles gesagt eigentlich, meiner Meinung nach. Außer eine Kleinigkeit noch. Wie geht's jetzt auf dem Kanal hier weiter? Ganz einfach. Da kommen ein paar Videos, wie man ein paar Sachen modelliert. Ein bisschen Gameplay vielleicht. Von irgendwelchen Games vielleicht. Fangen Officer Dodge und ich hier mal wieder an, irgendeine Farm aufzumachen im Landwirtschaftssimulator. Oder fahren mit dem ETS irgendwo hin und begehen dabei tausende von Verstöße gegen die STVO. Es wird witzig. Hoffentlich. Ihr könnt ja mal Ideen auch in die Kommis oder wie gesagt auf dem Discord-Server. Jetzt habe ich euch langsam mit zugebrallt hinterlassen. Wie gesagt, ich bin da an dem Suchen. Ich will halt einfach das machen, worauf ich gerade Bock habe. Wird also keine festen Upload-Zeiten geben, oder nicht? Hier am Wochenende vielleicht ein Stream. Ja. Wenn sich da noch ein Streampartner jeweils findet, weil manchmal ist man relativ allein, weil Dodge hat keinen Bock, immer Warfunder zu zocken. Und mir fällt nichts anderes ein, außer Warfunder zu machen. Ich hätte, wie gesagt, auch Ideenreiter. So. Genau. Dann soll es aber auch ziemlich gewesen sein. Es werden jetzt in Zukunft vielleicht auch mal andere Videos kommen, nicht wundern. Wenn es euch interessiert, klickt drauf. Wenn nicht, dann nicht. Dann weiß ich, dass es euch nicht interessiert und dann kann ich was anderes machen und braucht es nicht hochladen. Spart mir auch ein bisschen Zeit und ich muss euch nicht unterhalten. Genau, es gibt ja nicht genug Content auf YouTube. Gut, dann schreibt mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr mega enttäuscht seid, ob ihr euch schon gedacht habt, dass die Stuttgart-Map nicht rauskommt. Dass ihr gehypt seid auf die nächsten Projekte, das, keine Ahnung, schreibt irgendwas Nettes rein für den YouTube-Algorithmus. Lasst ein Like da, abonniert, Glocke aktivieren, ne? Gut, dann sehen wir uns wahrscheinlich, also hören uns wahrscheinlich, sehen werden uns wahrscheinlich nie wieder, weil wir uns noch nie gesehen haben, aber je nachdem, wir hören uns dann vielleicht schon an diesem Wochenende. Wer weiß. Tschüssikowski dann, von meiner Seite wär's das erstmal. Bye, bye.